Lukas Demming bei uns. Du bist schon seit letztem Sommer neu, Once in Wuppertal. Ja, warst am Anfang lange verletzt, bist dann erst Mitte der Hinrunde dazugestoßen. Fass doch mal bitte so die Saison, wie sie für dich gelaufen ist, zusammen. Ja, für mich persönlich war es natürlich ein nochmal extra bitterer Start durch die Verletzung, da mehrere Monate raus gewesen zu sein. War dann natürlich super, dass, als ich dann spielen konnte, so ein leichter Aufwärtstrend am Ende da war. Wir auch einen guten zweiten Platz zum Schluss der Saison hatten. Ist ja irgendwie auch das Bestmögliche, weil Münster ja auch durchgehend gut gepunktet hat. Trotzdem war man so semi-zufrieden. Ja, du kamst aus Wiedenbrück. Ja, viele wundern sich immer, die denken immer, alle Spieler müssen aus dem NLZ kommen. Du hast selber nie im NLZ gespielt und bist dann direkt in die erste Mannschaft in Wiedenbrück gekommen, warst sogar teilweise Kapitän da. Wie war das für dich als junger Spieler? Unerwartet. Also klar, du sprichst es an, auch in Wiedenbrück. Wir hatten eigentlich eine relativ gute Mannschaft, war auch ein sehr unerwarteter Abstieg damals. Da hat man auch nur gehört, hier, der war in Leverkusen in der Jugend, der kam aus Dortmund aus der Jugend. Da war man schon irgendwo so ein kleiner Junge nur. Aber naja, man hat sich irgendwie durchgesetzt. Früher wollte ich nie so ins NLZ, habe immer gedacht, okay, ich habe hier meine Freunde, ich will hier die Schule fertig machen und alles. Aber ja, am Ende steht man jetzt auch hier. Du hast ja gesagt, kleiner Junge, du bist kein kleiner Junge mehr, du bist zu Hause ausgezogen, wohnst mittlerweile in Wuppertal. Gibt es hier so irgendwie Lieblingsorte, wo du gerne Zeit verbringst oder was du gerne machst hier im Tal? Ich habe tatsächlich jetzt eine Freundin hier in Wuppertal. Mit der bin ich hier öfters mal in verschiedenen Cafés. Ich glaube am häufigsten im Skicafé. Ansonsten die ein, zwei Studentenpartys hat man auch schon mitgenommen. Aber ja. Ja, du sprichst gerade Studentenpartys an, du studierst. Ja, viele fragen sich immer, was studierst du und was machst du nebenbei? Ich mache nebenher schon Master in Wirtschaftsingenieurwesen. Da habe ich schon vor der Fußballkarriere quasi meinen Bachelor abgeschlossen, in Bielefeld damals noch. Und jetzt kann ich den Master aber schön in Vollzeit machen und macht mir irgendwie Spaß, so einen guten Ausgleich zum Fußball. Ja, erklär das mal kurz für Leute. Du hast Training, du studierst, musst du in die Uni, machst du das von zu Hause und bleibt da noch Zeit für Freundinnen und was anderes nebenbei wirklich? Ja, mittlerweile ist ja wieder alles in Präsenz an den Unis. Das heißt, ich skippe da einiges an Vorlesungen, hoffe, dass die Materialien online sind, lese mir das dann durch, probiere das so ein bisschen zu regeln. Ich mache auch bei weitem nicht die normale Anzahl an Modulen, sondern weil ich den Bachelor halt schnell durchgemacht habe, kann ich mir da ein bisschen Zeit lassen. Und sonst, ja, ist Zeitplan ist schon sehr eng, aber man findet schon seine Zeit auch für die Freundin, für die Freunde und alles, das kriegt man hin. Ja, Freunde, sagst du gerade auch, du hast schon viele Freunde in der Heimat in Wiedenbrück. Bist du dann oft am Wochenende mal da, wenn spielfrei ist oder wenn wir Freitag spielen? Wie sieht das so aus? Doch, tatsächlich. Also ich bin oft dann samstags direkt von Wuppertal nach Hause gefahren. Hab mittlerweile aber auch sehr viel Glück, dass so zwei meiner besten Freunde hier nach Köln ziehen. Ja, und da der eine jetzt schon hingezogen ist. Einer kommt jetzt vielleicht diesen Sommer, deswegen, das macht es einfacher für mich. Das ist natürlich super. Ja, perfekt. Ja, du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, letztes Jahr nur der zweite Platz und dass du dieses Jahr mehr willst. Was heißt mehr? Mehr mit der Mannschaft, mehr für dich als Einzelspieler? Was nimmst du dir vor für die Saison 23/24? Ja, beides auf jeden Fall. Also für mich persönlich vielleicht verletzungsfrei wieder bleiben. Hatte früher eigentlich wenig Probleme, konnte viel durchspielen. Will deswegen möglichst viele Partien machen, auch den einen oder anderen Scorerpunkt auf jeden Fall mehr sammeln, ein paar Törchen mehr. Aber auch mit der Mannschaft vielleicht eine bessere Platzierung erreichen, trotz starker Konkurrenz. Schätze ich uns auch sehr, sehr gut ein und hoffe, dass wir da einen Platz besser abschneiden als letztes Jahr. Drück mal die Daumen, dass das klappt für die Mannschaft und für dich. Ja. Und vielleicht sieht der ein oder andere Fan dich ja mal in der Stadt. Danke dir, Lukas. Gut, danke sehr.